wir sein Team mitgebracht. Stell dein Team schon vor. Dankeschön. Ich stelle euch kurz mein Team vor. Gleich zu meiner Rechten, Gesa Jäger, die hat einen unglaublich wichtigen Teil zum Film beigetragen. Also ohne Gesa wäre dieser Film gar nicht, sage ich mal, und nicht so, wie er ist, auf jeden Fall. Eine wichtige dramaturgische Leistung auch. Gesa Jäger hat die Montage gemacht. Golo Schulz hat den Film mit uns produziert, Entschuldigung, mit uns produziert, und hat die Musik komponiert. Ich bin jedes Mal aufgeregt. Das ist das 5. Screening in 7 Tagen. Ich bin immer noch aufgeregt, jedes Mal. Timon Scheppi hat die Bilder gemacht. Theresa Maui hat die Schärfe gemacht, dieses Films. Ines Schiller ist die Produzentin des Films. Nico Woche hat mit uns die Story geschrieben. Franz Rogowski. Lana Cooper. Schönen Film gemacht. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ihr den gemacht habt. Wie habt ihr euch gefunden und wie kam es überhaupt zu dieser Arbeitsweise? Ihr habt auch improvisiert. Wie ist das alles entstanden und wie habt ihr euch gefunden? Die Anekdote. Und zwar habe ich vorher einen improvisierten Film gemacht, auch mit Franz und mit Timon. Die Frontalwatte lief unter anderem auf dem Seesüchte-Festival, wo Ines ihn gesehen hat und danach auf mich zukam und meinte, Mensch, der Film sieht aus, als hätte er beim Drehen richtig Spaß gemacht. Und ich war so, naja, also, ja, also eigentlich, naja, also doch, also. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wie kann man das maximieren? Wie kann man daran arbeiten, dass es noch mehr, und dann haben wir auch nach einem besseren Wort gesucht, nicht nur Spaß macht, sondern einfach saftiger wird, sage ich mal. Das passendste Wort, was wir gefunden haben, ist Flow eigentlich, wie in der Musik. Einfach, wie kann man am besten wirklich am Set in den Flow kommen oder auch in allen anderen Arbeitsschritten in einen kreativen Zustand kommen, wo man konzentriert ist und es aber einem leicht von der Hand geht. Und da gibt es eine psychologische Theorie dazu, die wir so ein bisschen gestreift haben. Aber vor allen Dingen haben wir einfach unsere Erfahrungen zusammengetragen, parallel zur Stoffentwicklung, und haben uns ein Regelwerk überlegt, was wir dann FOGMA genannt haben. Und nach diesen erstmal so Maximen, wo wir sagen, das sind unsere eigentlichen, das ist, was wir für uns jetzt wichtig finden, haben wir dann noch
4 Seiten sehr, 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 sehr detaillierte Regeln geschrieben, wie wir ganz genau an dem Film arbeiten wollen, an diesem Film konkret. Und das ist die Arbeitsweise, dass es wieder entstanden ist. Also. Willst du noch ein bisschen erzählen, wie es zu der Geschichte kam? Weil ging es zuerst um sehr kontrastreiche Figuren oder ging es darum, in einem Hotel zu drehen? Oder wie fing das Ganze an? Ja, da hast du schon beides eigentlich vorweggenommen. Es ging darum, also die erste Idee war Hotel und dann und der zweite Gedanke waren tatsächlich diese beiden Darsteller und die beiden kontrastierenden Figuren, die sie spielen sollten. Und darauf haben wir aufgebaut und haben uns ein Skelett gebaut aus 18 Szenen, auf denen wir dann aufbauend improvisiert haben. Also es gab keinen festgeschriebenen Dialog und es gab auch Zeit und Freiraum für mehr Szenen, als wir uns im Vorfeld vorgenommen haben. Aber genau diese 18 Szenen haben uns so die Sicherheit gegeben, einfach durch den Dreh den dramaturgischen Bogen nicht zu verlieren. Jetzt muss ich fragen, wer von euch hat denn, wenn, schön, dass ich es so formuliere, den dreckigsten Kopf? Ich finde Dialoge wundervoll. Und ist es tatsächlich in dir entstanden? Und wie weit hast du denn noch drauf gedrückt? Du warst dazu. Nein, aber diese wunderschönen Dialoge, dass er deinen Finger lutschen muss und du wissen möchtest, ob er ein Fleisch- oder ein Blutpenis hat oder solches. Da kann ich nichts für, das war tatsächlich Jakobs. Ich wusste das schon, als ich 16 war. Muss ich nicht mit 30 noch ausfüllen. End of story. Lara muss. Wundervoll. Ich würde gerne noch wissen, der Kameramann hat auch mitgeschrieben in dem Prozess, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie weit konntest du dich dann aber auch wieder frei machen mit der Kamera und eigentlich auch improvisiert dabei sein, wenn ich mich nicht täusche, oder? Das war auch schon ein Teil der Antwort, die ich jetzt geben will. War jetzt tatsächlich für mich auch, wie für die Schauspieler, so einen großen Teil, also beziehungsweise eigentlich war es komplett auch wieder Improvisation dann am Set. Also wir hatten sozusagen die Stütze, von dem es die Szene ungefähr wollte, also jetzt im Falle von diesen 18 Szenen. Und, aber auch da war sozusagen immer eine Offenheit für das, was gerade passiert und im Moment stattfindet. Das war auch unser Fokus, um halt nah an den Figuren dran zu sein. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da traut sich keiner? Da hinten. Ich habe gerade mir die Frage gehabt, ob ihr nochmal in dem Hotel drehen könntet oder ob ihr euch alle hassen jetzt. Wer möchte das beantworten? Nee, ganz im Gegenteil. Die freuen sich ja, dass es ein guter Film geworden ist. Da war irgendwo noch ein... Nein, oder? Ja. Ob die Angestellten im Hotel sich selbst gespielt haben, oder beziehungsweise, ja, so, die Antwort ist, niemand von denen hat professionelle Schauspielerfahrung, alle haben in ihren tatsächlichen Positionen in dem Hotel und, sich selbst gespielt und auch oft zu ihrer tatsächlichen Arbeitszeit. Es gibt noch eine professionelle Schauspielerin im Film. Wer weiß welche. Es ist die Frau, die ihn belästigt. Und der Chef? Also der quasi die beiden in dem Kabuff erwischt? Herr Winter ist Concierge in dem Hotel und ist... ja. Halt darf auch sagen, er spricht tatsächlich so. Er ist so. Der kann das. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ihr müsst auch weiter zur nächsten Preisverleihung. Oder wie viel haben wir? Viertel nach wolltet ihr von der Bühne? Aber Sie wollten nicht... Eine Frage? Eine letzte Frage. Weil ich die Musik immer genommen so total abnehmen, weil ich vorher da kam,
wir haben uns zum, zum Schnittprozess eigentlich schon, also als wir vom Drehort zurück waren und so schon die Eindrücke verarbeitet haben, angefangen haben zu verarbeiten, haben wir gesagt, wir wollen auch Musik komponieren, die schon zum Schnitt da ist. Also wir haben uns überlegt, wie klingt die Küche, wie klingt die Spa-Bereiche, also die ganzen Spa-Musiken waren inspiriert von dem, was da vor Ort auch tatsächlich so läuft. Und dann haben wir noch ein paar Lieblingssongs genommen von den Bands, die wir lieben und die wir bewundern, und haben uns da lange irgendwie den Arsch aufgerissen, die Titel zu kriegen. Und ansonsten haben wir dann also, genau, so relativ klassisch Score mit ein bisschen Elektro. Und, also wir haben sonst so bedient, wo es uns irgendwie gefallen hat. Vielleicht kann man noch ganz kurz dazu sagen, dass es was uns besonders viel Spaß bereitet hat, war tatsächlich, dass wir die Musik während der Montage komponiert haben, nicht hinterher auf den fertig geschnittenen Film, und dass wir es sozusagen hin und her gehen haben lassen zwischen die Szene ist schon grob geschnitten, dann kommt die Musik dazu, dann können wir die Szene nochmal drauf anpassen, darauf passt sich dann wieder die Musik an. Das hat uns einfach viel, viel Spaß bereitet und war irgendwie ein guter Arbeitsschritt. Ich habe Schlager geschrieben, gibt's dann auch, wenn der Sound. Wir haben also immer, Jakob und ich, und haben uns ganz oft zu Impro-Spielen getroffen, Impro-komponieren. Und da haben wir eine tolle Schlagergöttin erschaffen, die Anna See. Und die wird dann auch demnächst durchstarten, jetzt nachdem so die Schlagerwelle durch Deutschland rollt. Anna See demnächst mit Cappuccino Italia, ihrem großen Hit. Und Du bist unmöglich. Der wird dann auf jeden Fall bald auf dem Ballermann zu hören sein. Herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Love Steaks. Ein großer Applaus nochmal. Ich möchte ganz kurz noch auf die